motherfucker, cause the king is back. Jo Leute, was geht? Ich bin der Jerick. Und ich bin der Zellung. Und ich bin der Patrick. Von der Unity Dance und willkommen zu einem weiteren Online Dance Tutorial. Yo! Wir zeigen euch heute eine Basic Choreo 2 zu dem Lied King is Back, so let's go! Also Leute, wir haben insgesamt 3 Checkpoints, ja, und damit das alles für euch einfacher ist, haben wir das Video gespiegelt. Zum Schluss werden wir natürlich die 3 Parts zusammenfügen, dass ihr dann mit uns gemeinsam die Choreo durchtanzen könnt. Und wir wünschen euch viel Spaß. Let's get it. Let's go, guys. Checkpoint 1 steht auf. Seid nicht so faul. Let's go. Also, wir haben auf 5, 6, 7, 8 unsere Arme hier parallel zum Boden. Aha. Von da schmeißen wir alles nach rechts hinten. Ja, sind dann leicht in unserem Plié. Leicht in unserem Plié. Schauen nach hinten. Von hier gehen wir dann zweimal hoch. Ab, ab und schauen langsam nach vorne. Ja, von hier steigen wir dann nach links, ziehen da was, ja, schlagen dann nach rechts mit unserem Ellbogen und von hier haben wir dann einen Rebound, um nach links zu sliden. Und während wir nach links sliden, haben wir 3 Chest Pops. Ja, das heißt, wenn wir hier sind, ha, haben wir Pop, Pop, Pop. Von hier schnipsen wir wieder. Und unser Gewicht ist dann auf unserem rechten Bein, ja, linkes Bein ist dann oben, genau. Dann ziehen wir uns von hier nach vorne, sliden unseren rechten Fuß so langsam mit, aha, ja. Und von hier schnipsen wir dann nochmal runter, ka, ja, unser linkes Bein ist dann hier oben, mhm. Unsere Arme sind hier, genau. Und dann der nächste Count. Ja, wir schnipsen, also wir tappen dann einfach mit unserem Zeh einmal auf den Boden. Genau, genau, wir tappen einmal auf den Boden. K. Aha, und von hier gehen wir dann slide. Und wenn wir unten sind, bumm, triggern wir es dann, um wieder nach oben zu gehen. Und von hier, wir heben dann unsere rechte Ferse, hopp, yes sir, und von hier sliden wir dann nach links, ups, und haben hier ein Lock. Sehr gut. Und wir haben hier unseren ersten Checkpoint erreicht. So Leute, das Ganze gehen wir jetzt nochmal durch, langsam mit den Counts. Wir haben 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, and 4, and 5, and 6, 7, and 8, and 1, 2, 3, 4. Ja, und bei 4 haben wir so ein kleines Wippen und das war unser erster Checkpoint. Sehr gut, Leute, let's go. Jetzt schnell mit den Counts. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, and 4, and 5, and 6, 7, and 8, and 1, 2, 3, 4. Beware, motherfucker, cause the king is back. Ja, Leute, das war der zweite Checkpoint. Oh nein, der erste, sorry. Hoppala. Wir hoffen, dass ihr gut mitgekommen seid und jetzt kommen wir zu Checkpoint 2. Alright, wir sind stehen geblieben auf den Wippen, yes, auf 4. Wir gehen als nächstes mit unserem rechten Bein nach hinten und ziehen unsere linke Schulter zurück, machen einen Step. Yes, sehr gut. Wir steppen weiter und gehen auf links, ziehen die rechten Arme hinter. Die rechten Arme auf die rechte Seite, schmeißen unsere Arme diagonal nach oben und rasten hier in dieser Position ein. Sehr gut. Wir springen jetzt weiter auf unserem linken Bein und darauf solltet ihr schauen, dass ihr in dieser letzten Position hier ansetzt.
Sehr gut. Wir drehen uns weiter nach hinten, drehen uns wieder zurück zur Anfangsposition und schaut, dass ihr mit dem rechten Arm auf die rechte Seite geht, rechts, links und die Arme nach oben schmeißt und dreimal einrastet. Es ist 1, 2, 3. Als nächstes springen wir auf das linke Bein und kurbeln unsere Hände zurück, setzen wieder mit links an, schmeißen unseren rechten Arm nach unten diagonal, ziehen die Arme nach oben, setzen wieder hier an in der Mitte und ziehen zweimal auf die Seite. Ziehen, ziehen. Sehr gut. Wir sind hier stehen geblieben, machen das jetzt einmal mit den Counts weiter. Wir beginnen mit 4, 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3 and 4 and 5 and 6, 7 and 8 and 1, 2, 3. Wir werden jetzt ein bisschen schneller. Beginnen wieder mit dem 4 Count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and a 1, 2, 3, and 4, and 5, and 6, 7, and 8, and 1, 2, 3. Let's go! Hi guys, ich hoffe, ihr seid bis jetzt gut mitgekommen. Welcome to Checkpoint Number 3. Wir sind ja hier, lasst uns connecten, wir sind hier stehen geblieben, bei First Part. Genau. Einmal in die Pipi-Stellung, smoke your eyes on. Counting wise, one, we bet. 2, 3, footworks, right, left. Pop, pop, yes. Rechter Fuß setzt ein, die Ferse und die Hüfte dreht ihr mit rein. Yes. Mhm. Same, different side. Boom. Jetzt macht ihr einmal den Balou den Wehr nach rechts, way, und wieder zurück. Aha, einsetzen, werde ich wieder meinen rechten Fuß. Genau, bitte achtet auf die Direction. Ich zeige nach links. Flat feet, und jetzt drehe ich meine Hüfte aber wieder nach oben nach links. Klack, yes, wir wippen einmal nach links. Enjoy it, nach rechts. Und ein Endcount habt ihr hier, euer Gewicht verlagert. Zieh auf links, left. Right, left, right. Und ich habe den kurzen Endcount. Boom, yes. Balance, keep the keep balance, Leute. Von hier fangen wir die Kugel oben, unten. Und jetzt seid ihr leicht im Plié, genau. Und von hier habt ihr Toe, Heel, Toe, Heel. Toe, Heel, Toe, Heel. Footwork-wise wäre es ein rechts, links. Right, left, right, left, right, left, right, left. Viermal, oder? They got my back. Okay, also four times. Von hier, seid bitte so frei wie möglich. Habt ihr 4 pictures? Ihr habt hier picture 1, 2, 3, 4. Ja, genau. Und von hier bitte ein fade out. Keep it slow. Boom. Yes, that's it. Genau so nicht. Okay guys, welcome to checkpoint number 3 again. Wir werden jetzt nur einmal counten. Stehen geblieben sind wir hier. First part. Genau. 7, 8, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, and 5, and 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, picture, 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 boom. Okay guys, checkpoint number 3, original tempo, wir starten hier, letzte Part von 2. Genau, 7, 8, 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, and 5, and 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, and 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4.
Viel Spaß! Hey, liebe Dance-Community, vorab danke fürs Mitmachen. Alle Online-Tutorials im Dezember sind for free für die Dance-Community. Und abonniert uns auf Instagram, YouTube, um immer mal up to date zu sein. Und wir wünschen euch frohe Festtage. Peace out. Talking about the unity, where passion is home.